So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir halten unser Versprechen und geben mit Limo 2.0 richtig Gas. Und genau deswegen haben wir schon, ich glaube, 600 Kilometer heute hinter uns. Mhm. Und zwar fangen wir heute mit der großen Reise an. Das heißt, an der Stelle erstmal danke, Tom, für deinen schönen Brian James Trailer, den wir nutzen können. Den brauchen wir nämlich heute, weil mit dem offenen Trailer wäre das nicht gegangen. So, wir haben hier unsere Karosse. Heute steht auf dem Video-Zeitplan, wir sind bereits nach Süddeutschland gefahren zu dem netten Herrn Schwan, Firma Carblast, weil dieses Auto wird natürlich genauso wie in den Videos vor einem halben Jahr mit der Person hier, Marius ist natürlich auch wieder am Start, einmal entlackt. Das heißt, wir wollten das Ganze ja ein bisschen krasser angehen und dazu gehört einfach, dass dieses Auto einmal ins Bad geht, wieder rauskommt und blitzeblank ist. So, das ist der einfache Teil. Der komplizierte Teil ist, die RS4-Seitenteile, die in dieses Auto eingeschweißt werden, müssen natürlich auch dazu passend entlackt werden, weil sonst wäre das Fusch. So, das heißt, wir machen unser kleinen Welttournee heute auf dem Weg noch einen kurzen Zwischenstopp bei Stanley. Stanley hat einen RS4, den er gerade schlachtet und da können wir jetzt nämlich die Seitenteile hammerhart rausschneiden. Das wird jetzt einigen, man muss auch dazu sagen, die Seitenteile sind mittlerweile wirklich teuer gehandelt, die kosten 2500 Euro, gibt es bei Audi nicht mehr, es gibt bei Audi nur noch eine komplette Seitenwand rechts, links gibt es gar nichts mehr. Ihr denkt alle, wir wollen die ja in Carbon bauen, mal gucken, aber selbst wenn wir sie in Carbon bauen wollen, brauchen wir leider einmal Blechseitenteile im Auto drin. Ja. So. Zum Abformen. Zum Abformen, genau. Das heißt, Tagesplan ist, wir fahren jetzt erstmal zu Stanley. Dort setzen wir die Säbelsäge und die Flex an. Und zerstören Kombi. Heulen eine Runde mal wieder, weil es leider dann ein Kombi weniger auf der Welt gibt. Aber es war seine Entscheidung. War seine Entscheidung. An der Stelle auch schon mal vielen Dank, dass er so spontan, kurzfristig, ich sag jetzt mal, uns hilft. Und dann geht es weiter zu Herrn Schwan und wir entlacken das Auto. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir dich erstmal. Hallo Stanley. Servus. Erstmal cool, dass das geklappt hat. Ich habe schon gesagt, du bist so halb der Retter in der Not, weil wir halt schnellstmöglich heute noch die Seitenteile brauchten. Und ihr habt gerade ein Auto zum Schlachten hier. Sozusagen, ja. Wie kommt es, dass man den roten RS4 schlachtet? Also erstmal, es ist halt ein Rechtslenker. Den haben wir jetzt aus Italien geholt. Da sind wir weit runter in den Süden gefahren, geflogen sogar. Und ein bisschen Urlaub gemacht. Nein, nee. Alles schnelle Aktion. Das ist ein Engländer gewesen, der lebt, er ist ein Italiener, der lebt halt in London und hat die Karre 3 Jahre gehabt. Und den haben wir halt mit dem Schaden so gekauft und sind dann hochgefahren. Genau. Ah, das heißt Schaden, man sieht so ein bisschen, sieht nach Leitplanke oder so aus, ne? Ja, so sind erzählt, genau. Meistens haben die Autos dann ja auch immer schon relativ viel runter, die man schlachtet, ne? Ja, der hat über 200.000 drauf, ja. Aber die RS sind ja eigentlich fast vom Kilometerstand meist egal, ob die jetzt. Okay, das heißt, es war aber geplant, dass dieses Auto geschlachtet wird? Wir haben überlegt, ob wir den umbauen auf Linkslenker. Mhm. Aber haben uns dann entschieden, nee, der Aufwand ist zu groß. Klar, es ist ein originaler Misano, kein umlackierter oder sonst irgendwas. Die Wertstabilität ist ja schon gegeben, aber auf der anderen Seite wieder. Wer möchte dann wieder mit einem umgebauten Rechtslenker auf Linkslenker umbauen? Das wollen die Leute vielleicht dann auch wieder nicht unbedingt. Und am Ende sind die ganzen Teile halt mittlerweile so teuer, dass es halt einfach... Und da haben wir uns halt dafür entschieden dann, ja. Ja, Herr Wehmeier, wo schneiden wir? Ich traue noch kurz, dann können wir mal. Roter Kombi mit Alu, immer mein Traum gewesen. Hey, habt ihr sowas schon mal geschlachtet? Und auch zerschnitten und so weiter? Haben wir schon zweimal gemacht, ja. Also zerschnitten habe ich. Also ich habe damals auch ein paar Autos geschlachtet. Ich glaube, er lügt jetzt. Er hat mehr zerschnitten, als ihr denkt. Das ist allerdings schon 10 Jahre her. Damals, weiß ich noch, gab es tatsächlich so RS4 mal wirklich komplette Autos für 5.000 Euro. Ne? So, ne? Da gab es noch komplette. Ich weiß, ich habe mal einen Brandschaden gekauft aus Holland, glaube ich, für 2.000 Euro oder so. Der war allerdings nicht komplett runtergebrannt, sondern nur Innenraum so ein bisschen. Also eigentlich war die ganze Technik und so noch alles, alles da. Ja, so, wir wollen die natürlich relativ großflächig rausschneiden. Ja. So. Weiß nicht, habt ihr das heißt, wir nehmen als erstes die Schuschung ab, bevor wir durchschneiden. Oder wir schneiden. Das wäre natürlich brutal, wenn wir jetzt im Video durch die Schuschung durchschneiden. Ne? Dann würden sie endgültig sagen, Dach und so brauchen wir nicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier einfach oben schneiden. Mhm. Die Höhe ist theoretisch auch komplett egal. Weil
Wir setzen das Seitenteil dann. Ich habe natürlich schon was Neues überlegt, aber das seht ihr im nächsten Video, wie wir das diesmal ansetzen. Wir sind ja auch ein bisschen schlauer geworden über die letzten Jahre. Okay, und hier sieht man den Punkt, wo man sehr schön sieht, wie damals bei der Quadro GmbH auch das RS4-Seitenteil nachträglich MAC einfach eingeschweißt wurde. So, das heißt, wir schneiden natürlich daneben. Und dann ist es eigentlich von innen her egal. Da gehen wir am besten wahrscheinlich da durch, wo am wenigsten Blech ist, ne? Genau. Ja. Hier ist halt die Achsaufnahme, ne? Ja. Also irgendwo davor. Ja, ich würde sagen, das wird jetzt ein bisschen unschön, deswegen, ich würde sagen, einfach Attacke. Mehr, ne, als gedacht. Einer weniger von den Roten. Ja, was hast du noch kleiner schneiden oder so zu machen? Zur Not nehmen wir bei ihm nochmal die Flex. Ich denke nicht, dass ihn das stören wird. Und wenn doch, hat er ja genug Fachpersonal vor Ort. Zum Zerschneiden, ne? Zum Zerschneiden. Oder eine große Bandsäge, wo er es rüberschieben könnte. Ja. Ich würde sagen, wir schrauben erstmal schnell noch alles ab. Ja, ich habe eben schon so ein bisschen angefangen, genau. Alles schnell ab, was ab kann. Ach, die Schiebedach. Die musst du neu legen jetzt. Alles ab, was ab kann. Jungs, dann vielen Dank für die Hilfe, ne? War doch ein bisschen mehr körperliche Arbeit als gedacht, um da durchzuflexen. Ich habe gesagt 10 Minuten, das hat natürlich nicht ansatzweise gepasst. Aber wir laden das Ding jetzt ein und dann geht's ab zu Herrn Schwan. So, wir sind angekommen in Welzheim bei der Firma Kablers. Wir waren ja schon mal hier, um den T1 zu entlacken. Das ist Alexander Schwan. Wir wollen dieses Auto entlacken. Ja. So, jetzt gibt es ein paar Probleme. Ja. Ist nicht ganz so einfach wie bei dem T1. Nein. Also folgendes. Das Thema ist halt, das Fahrzeug ist sehr jung. Mhm. Für uns ist alles jung, was ab den 90ern läuft und so weiter. Ist natürlich für die ganzen Zuschauer, die 20 Jahre alt sind, alt. Aber in dem Fall ist es ein sehr junges Auto. Kein Oldtimer. Kein Oldtimer. Ist auch schwer zu sagen, ob es ein Youngtimer ist. Ja. Das Fahrzeug ist sehr modern, auch modern gefertigt. Mhm. Als Klebestellen. Man spricht von einer Vollverzinkung. Aber es ist nichts verzinkt. Es sind verzinkte Bleche, die ganz normal durch die KTL gingen. Das heißt, alle Prozesse, die heute immer noch gefahren werden, hat diese Karosse oder dieses Fahrzeug ist mal durchlaufen. Mhm. Das wieder als Refurbishment oder reversibel zurückzudrehen, ist wirklich gar nicht einfach. Also es gibt zwei, drei Möglichkeiten, wie man es machen kann, aber so wirklich viel Auswahl hat man hierzu überhaupt nicht. Ja.
wir haben natürlich alle Versionen da, ja, wir können alles bedienen, aber wir haben, oder wir müssten uns entscheiden, Zeit, Geld, wie gut muss es werden und was kommt danach. Ich glaube, dadurch, dass ihr das Fahrzeug grob oder groß umbauen wollt, müsst ihr eine Null hier herstellen. Mhm. Und diese Null bedeutet Dichtmassen raus, Dämmmatten raus, PVC raus, Steinschlagschutz raus. Das ist super schwer und super komplex. Und wir schlagen vor, dass wir de facto thermisch vorentlacken, chemisch nachentlacken, chemisch entrosten, passivieren, euch die Karosserie geben. Mhm. Das ist der schnellste und der günstigste Weg, wie man das machen kann. Ihr macht eure Umbauten, dann tun wir nachentrosten, KTLen, dann habt ihr einen Zustand Null und dann geht ihr in die Lackierung. Ja, das ist für mich der nicht der beste Weg, der pragmatischste Weg. Pragmatisch, das sollte man schon unterscheiden können. Ne? Aber dann ist wirklich alles weg. Weißt du, zwei Alternativen. Wie machen wir das anders? Mhm. Als das Fahrzeug, was für ein Baujahr ist das? 2000. Als das Fahrzeug 2000 gebaut wurde, heißt es ja nicht, dass er super perfekt war. Er hat da schon Fehler ab Werk. Ja, klar. Kann ich dir belegen, indem er schon rostet. Ja, wir haben, ja, wir sprechen von einem voll verzinkten oder voll verzinkten Blech, ist es aber nicht. Mhm. Das heißt, wir haben Unterboden, haben wir Rost, PVC-Dichtstellen haben wir Rost, an der A-Säule haben wir Rost, viel Rost für ein relativ junges Auto. Ja, ja. Immer wenn du über Rost sprichst, muss man Rost in irgendeiner Form abrasiv entfernen. Wenn du nicht abrasive Entlackungsmedien benutzt, zum Beispiel Wasserstrahle, dann ist der Rost immer noch da. Mhm. Ja, das muss man verstehen. Ja, ja. Wenn du mit Glas dran gehst, veränderst du die Struktur. Ja, das Ding ist wellig, kaputt, wie auch immer. Was bleibt übrig? Ja, nicht viel. Ja. Trockeneis entfernt kein Rost, kann auch kein Gummi, kann kein PVC. Sandstrahlen würde nicht gehen, weil er dir ein PVC abprallt. Mhm. Dann nimmt er dir zu viel Material. Mhm. Rein chemisch entlacken, bei einem modernen Auto wie das hier, mit den neuesten Materialien, ich sag dir, super schwer, weil das klebt wie die Hölle. Das Zeug geht nicht weg. Also bleibt eigentlich nur thermisch brechen. Also wir brechen die Dichtnaht, wir brechen PVC, wir brechen die Dämmmatten auf, waschen sie chemisch weg, entrosten chemisch, stellen eine Null und sind de facto Zustand 2000 mit leichten Abschlägen. Mhm. Alles, was wir machen, ist 100%. Mhm. Wir sind kein Audi-Werk, sondern wir sind ein Werk im Mittel auf allen Geometrien. Und nur das können wir auch zurückmachen. Das heißt, wir können von 95% hatte der mal ab Werk. 90 wieder zurückherstellen. Aber wir können nicht 95 ab Werk 100 herstellen, weil wir kein Werk sind für Audi A4 Karosserie. Ja, ja. Können wir nicht. Das heißt aber so, diese ganzen Matten mit der Unterbodenschutz, der ganze Wachs und so, das ist alles raus. Das ist alles weg erstmal. Ich gehe mal davon aus, 90-95%. Ja, die Organik. Organik bezeichnet man alle Materialien, die in irgendeiner Form Farbe oder auf Kohlenwasserstoffen basieren, die sind gebrochen und Staub. Das waschen wir weg und damit ist die Karosse, ich schätze mal 20 Kilo leichter, wie jetzt in dem Zustand. Das ist ja noch der interessante Punkt. Eigentlich machen wir das Ganze ja wirklich, damit es, also klar, damit es rostfrei ist und damit das Ding erstmal radikal leicht ist, damit wir nicht wieder tagelang das ganze Zeug darunter kratzen müssen. Deswegen wiegen wir den gleich und danach wiegen wir natürlich auch nochmal. Letzter Punkt, was heißt jetzt thermisch wegmachen? Ja, das ist, also viele stellen sich unter Thermik in irgendeiner Form brennen. Also eigentlich ist es die Hölle, es ist ein riesen Ofen. Ja? Ja. Wenn ich dich dort drin vergesse, bleiben von deinen 70 Kilo 500 Gramm DNA frei. Ne? Ja. Vorsicht, mit mir keinen Spaß machen. Nee, Spaß. Ofen heißt, wir brennen nicht, wir sind unter Lambda 1, ohne Sauerstoff, schwelen wir die Organik zu Staub. Die zerbricht, die Molekularkette bricht, das Zeug zerfällt zu Staub. Das ist das, was wir machen. Natürlich sind wir zwischen 350 und 380 Grad. Kommen jetzt 1 Milliarde Ingenieure, wo alle Scheiße, wie auch immer. Ja, ist mir egal. Die sollen es besser machen. In irgendeiner Form. Ja. Das heißt, es könnte Probleme geben, dass es so ein paar hochfeste Bleche gibt, die danach vielleicht nicht mehr ganz so hochfest sind. Das sind wirklich Argumente. Jeder Korrosions- oder jeder Konstruktionsingenieur würde sagen, Vorsicht, Achtung, ja, stimmt, ist berechtigt, aber wir sind nicht im Alubereich. Alubereich würde zerfallen. Mhm. Wir haben genug Tests gemacht, wir haben einen ganz leichten Verlust, den werden wir haben, aber ich sage jetzt einfach mal, nimmst du eine Sandstrahlpistole und entlackst dein Auto, verlierst du mehr als die Hälfte von der Stabilität. Echt? Das haben wir nach. Ja, die Hälfte ist weg. Ja. Ja. Ja, wenn du das Ding scharf strahlst, ist die Karre tot. Ja. Das wissen nur die wenigsten. Ja, ja. Wir verändern auch, ich denke mal, 10%, 15%, aber nicht 50%. Und
Das Einzige, was nicht verändert, bedeutet nicht abrasiv, Wasserstrahl. Aber dann musst du wieder Rost, wieder abrasiv und dann haben wir wieder beim gleichen Zustand. Geht nicht anders. Das heißt, wir müssen danach eher gucken, dass wir irgendwie wieder ein bisschen Steifigkeit reinbringen? Eigentlich nicht. Also ich denke, hier sind genug Reserven drin, auch ab Werk, die du gar nicht nutzen durftest. Also höchstens, du hieß mal Schumacher 2000, hast die Karre eingefahren, ja, dann wegen mir. Oder heute Walter Röhr. Ja. Aber Walter Röhr fährt keine serienmäßigen Karossen. Ja. Der tut sie im Prinzip versteifen. Mhm. Das macht ihr ja sowieso, aber ich glaube nicht, dass wir hier in der Stabilität ein Problem haben. Mhm. Okay. Glaube ich nicht. Ja, ich würde sagen, wir wiegen das Auto und dann geht es, wie erst gesagt, in die Hölle. In die Hölle damit. So, jetzt der spannende Moment. Wir haben das Auto auf die Waagen gestellt und gucken mal, wer von euch die Mitfahrt gewonnen hat, was das Ding, ich sag's nochmal, mit Gestell wiegt. So, 52. 89. Und? Die Seite ist 137. Also derjenige, der als allererstes 278 Kilo, wir haben es extra gesagt, mit dem Gestell dran getippt hat, hat gewonnen. Ich denke mal, das wird ein Spaß bei 21.000 Kommentaren, das jetzt rauszusuchen. Ja, definitiv. Das machst du dann, ja? Ja, aber doch deutlich leichter, ne? Ja, krass. Also wir hätten auch gedacht, dass das auf jeden Fall viel, viel schwerer ist, das Ding. Aber 278 Kilo ist natürlich... Also wie die nächste Limo nur 1.000 Kilo. Lightweight. So, Marius, was schätzt du? Wie viel gehen runter? Ich hoffe. Schätzen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. 20, 25 Kilo wäre schön, oder? Was sagst du, Alex? Ich weiß es. Du weißt es? 20. Oh, scheiße, weiß auch. Nein, Alter. Nach was? Ich habe keine Ahnung. 20. Philipp hofft 40. Ich hätte jetzt eher so 35 gehofft oder so. Guck mal, eine Tube Steinschlagschutz, 300 Gramm. Mhm. Ist so groß. Wie viele Kurven sind da drauf? Scheiße. Also locker 5, 6 Kilo, oder? Ja. Plus die ganze Dichtnaht sind 15 Kilo. Lack? Ja. 20 Kilo. Okay. Ja, also wir werden es ja gleich sehen. Das Auto steht da jetzt drauf und ich vermute, das geht da jetzt gleich rein. Genau, das geht da rein und kommt auch da wieder raus. Hoffentlich, ja. Genau. Aber dann sieht es nicht mehr so aus. Nein, dann ist das voller Asche und ist de facto 20 Kilo leichter. Das heißt, okay, also es löst sich wirklich alles an, bleibt aber großenteils noch drauf liegen. Es bleibt dann runtergewaschen. Flockig drauf liegen. De facto ist es Staub. Mhm. Der Staub wird manuell weggewaschen, von Hand, Wasser, und geht dann erst in die chemische Prozesswandeln, also chemische Nachentlackung, Entrostung, Passivierung. Wir haben festgestellt, das ist gar nicht so ein tolles Auto, er hat genug Rost. Ja. Ich bin der Meinung, dass das Auto, also nicht alle Audis, aber der Audi, der braucht zumindest eine Entrostung. Und wenn wir bei der Entrostung sind, dann sprechen keine Argumente mehr, warum wir das hier nicht machen. Okay. Was genau passiert da drin? Ist einfach nur ein Ofen hinter und wird einfach nur erhitzt? Nein, das ist kein Brennen, das ist ein Schwelen. Also das heißt, wir haben zwei Brenner, Lambda gesteuert, voll Hightech, ne, so ungefähr. Es gibt eine Hauptverbrennung. Mit Abgasvorschriften? Jawohl. Und eine Nachverbrennung. Nachverbrennung, das ist wie beim Cut, 840 Grad, ab da hat man keine Schadstoffe mehr. Das heißt, wir erreichen zuerst 840 Grad, dann zünden wir unten bis zu 350, 380 gehen wir dahin. Und erst wenn die 840 erreicht sind, gibt er hier frei. Dann kommt im Prinzip 3 Stunden, 3,5 Stunden der Prozess. Und dann haben wir eine kleine Abkühlphase, dann ziehen wir ihn raus und dann geht es los in die Wanne. Wir beschleunigen das Thema einfach auf 36 Stunden anstatt 5 oder 6 Tage. Mhm. Das okay, ist genau verstehe. Der Punkt. Es geht einfach schneller. Jawohl. Und es ist aber nicht so, dass da eine offene Flamme drin ist. Nein, es ist eine indirekte Flamme. Wir erzeugen eine indirekte Hitze und in der Hitze wird auch nicht mit Wasser
Temperatur gesteuert, sondern mit Frequenz gesteuerten Ventilatoren. Die drehen sich mal schneller oder langsamer und je nachdem, wie schnell sie sich drehen, drücken sie die Hitze runter und hoch und der erreicht dann seinen Kurvengrad. Das heißt, wir schwelen und wir tun nicht brennen. Das ist ein großer Unterschied. Okay, also los geht's.